Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast heute Abend. Preis dem Herrn. Amen. Und zwar heißt meine Message heute Abend, wenn alles aus ist, wenn Gott zu dir sagt, du stirbst. Wenn also alles aus ist, ist die Frage, wenn Gott sowas sagt zu dir, sich vor dich hinstellt, sozusagen durch einen Propheten oder sonst wie, durch ein inneres Zeugnis, es ist alles aus, du stirbst, ist es dann möglich, Gottes Meinung zu ändern? Ist es möglich? Wir wissen, Gottes Wesen ändert sich nie. Er ist voller Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung und diesen Dingen. Ja, aber er ist auch gerecht. Und er macht, was er will. Gott ist nämlich souverän. Zum Glück hat er uns ein Wort gegeben, da steht drinnen, was er macht und wie er so drauf ist. Und die Sache ist jetzt, wenn Gott sagt, es ist aus, besteht dann die Möglichkeit, seine Meinung zu ändern. Lass uns mal aufschlagen zum zweiten Buch der Könige, Kapitel 20. Wir haben zweites Buch der Könige, Kapitel 18 und 19 neulich angeschaut, wenn ihr euch erinnert. Wie bete ich für einen aggressiven Feind? Ist auch mittlerweile etliche tausendmal angeschaut worden, diese Botschaft. Heute ist die Verlängerung, wollte ich eigentlich schon wann anders da bringen. Also schon eher, aber heute ist er halt jetzt mal dran. Zweite Könige, Kapitel 20. Es geht wieder um den guten König Hiskia. Und meine Botschaft heute Abend ist eine Botschaft, die sich an dich richtet, wenn du keine Hoffnung mehr hast. Okay, wenn alles aus ist, wenn du vor einer unlösbaren Situation stehst, ja, wenn Gott selbst sagt, es ist aus. Schau, denn wenn Gott nämlich sagt, es ist aus, dann ist es aus. Stimmt's oder stimmt's? Ich meine, wer kann Gott widersprechen? Wer kann was machen und ihn überwinden oder so? Das ist unmöglich. Okay, halt mal so mal fest. Gut, 2. Könige, Kapitel 20, und wir können gleich zum Vers 1 hier gehen. Na, es gibt also, merkt er gleich, keine Hilfe mehr. Auch Gott ist keine Hilfe mehr. Hast du das gehört? Auch Gott ist keine Hilfe mehr. Lass uns lesen. 2. Könige, Kapitel 20, ab Vers 1. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. In welchen Tagen? Es war der König der Assyrer gekommen, hat Jerusalem, hat erst einmal das Land platt gemacht. Die Großmacht Assyrien ist gekommen und hat Israel platt gemacht. Die haben praktisch alles kaputt gemacht, bis auf die Hauptstadt Jerusalem. Und in der Hauptstadt Jerusalem war der gute König Hiskia und seine guten Leute. Und Hiskia und seine Leute, auch der Prophet Jesaja, den würde ich gerne mal kennengelernt haben. Ja, die haben gebetet. Und Gott hat was gemacht. Er hat sie von dem Joch der Assyrer befreit. Hiskia und Jesaja haben gebetet. Und dann ist der Engel des Herrn durch die Belagerungsarmee gegangen und am nächsten Tag waren 185.000 Mann tot. Steht da, dass ein Engel des Herrn war, aber ich vermute mal, dass er sich eines Werkzeugs namens Virus oder Bazille, pathogen auf jeden Fall, bedient hat. Biowaffe kann es keine gewesen sein, weil die gab es damals noch nicht. So, der König musste also zurückgehen, der König der Assyrer, der böse König der Assyrer, der seinerseits den Schurkenthron auf der Welt eingenommen hat. Und dort haben ihn dann seine eigenen Söhne getötet, in seinem Heimatland wieder, als er abgezogen ist mit einer stark dezimierten Armee. Furchtbare Sache, furchtbare Sache. Aber der gute König, der wird jetzt in diesen Tagen krank. Wahrscheinlich ist es purer Stress. Außerdem war der König ziemlich, der hat eine Charakterschwäche gehabt, der war eitel und er war stolz. Er war ein guter Mann, aber gleichzeitig war er auch der Größte, wenn er so vorm Spiegel stand. Und das hat ihm Schwierigkeiten gemacht. Er hat gern ein bisschen angegeben, er war ein Mensch, okay? Hat ein bisschen geprahlt gern. Als später dann aus Babylon eine Gesandtschaft kommt, zeigt er denen alle Reichtümer seines Reiches. Hallo, sowas magst du nicht. Ja, dass du die einweist, was du alles hast. Wir haben das schon mal neulich durchgenommen. Dass wenn du zu sehr sagst, wie sehr du gesegnet bist, dann lockst du die Neider an. Und die nehmen dir dann ab, was du hast. Denk an die Quellen Isaaks, denk an Amalek, das das Wasser von Israel haben wollte. Aber das ist nicht unser Thema. Also in jenen Tagen wird Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus. Wir würden es heute sagen, mach dein Testament. Sag deiner Familie, lebe wohl. Gib ihm noch einmal Küsschen, denn
So spricht der Herr, du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Und dann dreht sich der Prophet scheinbar um und geht wieder. Also, du bist der gesegnete Mann Gottes, der gerade gebetet hat und die feindliche Armee ist gestorben und der König der Feinde, der musste gedemütigt wieder abziehen, wo er dann seine Söhne daheim ihn getötet haben. Und jetzt bist du todkrank. Wie passen das zusammen, sag mal? Aber wenn Gott sagt, es ist aus, dann ist es aus. Sagen wir mal einen Amen. Hier, so ist es. Gott hat das letzte Wort. Und nichts Positives an der Sache. Ich lasse mit mir reden oder so, nichts. Gar nichts. Also wenn Gott zu dir kommt, ein Mann Gottes zu dir kommt, an den du glaubst, von dem du weißt, dass er das Ohr Gottes hat und dass das Wort Gottes bei ihm ist, wenn der zu dir kommt und zu dir sagt, hör mal, es ist aus, von dieser Krankheit wirst du dich nicht erholen, mach dein Testament, du stirbst jetzt, dann wäre ich ziemlich konsterniert. Du wahrscheinlich auch. Jetzt lass uns sehen, was passiert. Vers 2, da wandte er sein Gesicht zur Wand, also er ist der Hiskia, der König, da wandte er sein Haus zur Wand, sein Gesicht zur Wand, wie komme ich jetzt auf Haus, wahrscheinlich wegen der Wand. Nochmal, da wandte er sein Gesicht zur Wand, auch wenn vielleicht der Prophet noch da stand und seine Diener, die Könige haben ja Diener, okay. Also er wendet sich ab und er wendet sein Gesicht zur Wand. Das ist auch prophetisch. Hiskia stand vor der Wand. Sein Leben ist jetzt aus. Es ist jetzt aus. Er steht vor der Wand. Da geht es jetzt nicht weiter. Wisst ihr, ich bin in meinem Leben auch schon ein paar Mal vor einer Wand gestanden. Ich habe es dir schon öfters mal erzählt, ob das jetzt plötzlich vor Zollbeamten war oder Grenzbeamten in den Vereinigten Staaten waren, die mich aus Kanada nicht mehr reingelassen haben, in die Vereinigten Staaten, als ich dort gewohnt habe. Oder als wir ganz dringend hier ein neues Gebäude gebraucht haben und wir keins hatten. Und ich gedacht habe, was machst du? Was mache ich jetzt? Schau, es ist so eine Sache. Du hast die Nase vor der Wand. Er wandte sein Gesicht zur Wand, aber in dem Fall ist es nicht nur so, dass er vor der Wand stand, sondern, schau, eine Wand ist langweilig. Die hat ihn nicht abgelenkt. In anderen Worten, Hiskia konzentriert sich jetzt auf etwas. Er wendet sich weg von der Welt und hin zur Wand. Und nachdem er an der Wand nichts sieht, lenkt ihn nichts ab und er kann sich nach innen konzentrieren. Er betet nämlich jetzt, pass auf. Und er betete zu dem Herrn und er sprach, ach Herr, denke doch daran, sag mal mit mir, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Herr, denk doch dran, dass ich aufrichtig vor dir gewandelt bin und mit ungeteiltem Herzen und Treue gelebt habe. Wisst ihr, was Hiskia hier macht? Er gibt hier einen Kreditreport. Er beschreibt seine Kreditwürdigkeit. Weil, schau, er will was von Gott. Er will leben. Er will noch ein bisschen länger leben. Der war damals 39. Mit 39 ist es noch, bist du noch keine 70 oder 80. Mit 39, ja, da hast du noch Pläne. Und es soll alles aus sein? Hiskia sagt, Herr, denk doch dran, was ich alles richtig gemacht habe. Er beruft sich auf seine Kreditwürdigkeit. Jetzt, die Tatsache ist natürlich, dass wir als Christen aus Gnade gerettet sind und in den Himmel kommen wegen des Blutes Christi. Amen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass scheinbar manchen Leuten mehr und schneller geholfen wird, mit besserer Qualität, als anderen Leuten. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Bei Christen, ich spreche jetzt von Christen. Im Blut Christi gewaschene Kinder Gottes. Bei den einen, die beten und es tut sich was. Bei den anderen, die beten und es ist ein Geeiere und ein Gedöns, dass es nicht mehr feierlich ist. Wie gibt es das? Wir schauen uns Hiskia an. Hiskia sagt, Herr, er beruft sich nicht nur auf den Bund, mit dem er mit Gott hat. Herr, denk an die Passahlämmer und denk an den Bund, den du hast mit Abraham, Isaak und Jakob. Macht er alles nicht. Sondern er sagt, Herr, ich habe den Bund ernst genommen und ich habe mit ungeteiltem Herzen und aufrichtig vor dir gelebt.
Und er weinte sehr. Wisst ihr, was mir das zeigt, wenn er, dass er sehr geweint hat? Dass er bei der Sache war. Mir ist das neulich selber mal aufgefallen. Ich habe da gebetet und mitten während ich gebetet habe, habe ich Sachen aufgeräumt und so. Und ich habe mir gedacht, eigentlich betest du jetzt nicht so richtig, weil du bist jetzt abgelenkt. Wenn du jetzt richtig beten würdest, dann würdest du mal das Zeugs liegen lassen und dich hinsetzen, die Augen zumachen und dich auf Gott konzentrieren. Und nicht hier nebenbei quasi noch aufräumen. So ungefähr so, wie wenn du mit deiner Frau ein wichtiges Gespräch führen willst und dein Mann packt plötzlich den Staubsauger aus und fängt an, Staub zu saugen. Ist irgendwie schwierig. Ist irgendwie schwierig, sich dann zu unterhalten, richtig? Du musst dann lauter reden und alles und der wirkt dann irgendwie abgelenkt. Blöd, oder? Und so ähnlich kommt es Gott wahrscheinlich auch oft vor, dass wir mit ihm reden, während wir gleichzeitig staubsaugen. Ich meine, das kannst du machen, wenn du in Sprachen beten tust zum Beispiel, aber wenn du richtig was von ihm willst, wenn er gerade zu dir gesagt hat, hey, du wirst jetzt, such einen Grabstein aus und eine Inschrift, weil es ist jetzt Schluss mit dir, dann noch Staub zu saugen und so beim Beten, das ist vielleicht übertrieben, ja? Da solltest du dann nicht wirklich hinsitzen und überlegen, was will ich wirklich? Will ich das, worum ich bitte, tatsächlich haben? Und nachdem er sehr weint, ist er also sehr innerlich ergriffen. Und wisst ihr, Gott ist nicht aus Stein. Die 10 Gebote sind aus Stein, aber Gott selber ist nicht aus Stein. Er hat Gefühle. Die Freude des Herrn ist unsere Kraft, habt ihr schon mal gehört? Die Freude des Herrn, der Herr hat Freude. Er ist zornig, er ist traurig, diese ganzen Dinge haben wir alle schon mal gesehen. Er frohlockt. Möchte mal zuschauen, wie das ist, wenn Gott frohlockt. Möchte überhaupt mal sehen, wie das ist, wenn man frohlockt. Ja, wir wissen überhaupt noch, was frohlocken ist. Gut, preis den Herrn. Okay, das ist also ein verzückter Zustand. Okay, halt mal so mal fest. Er betet und er meint es wirklich ernst und er beschreibt, was er alles Gutes getan hat. Wisst ihr, er hat schon gute Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel, das können wir lesen in den Kapitel 18 und auch in 2. Chronik 29 und 30, das sind die Kapitel, in denen Hiskia auftaucht, da sehen wir, was der gemacht hat. Der hat tatsächlich getan, was recht ist in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hat. David war ziemlich gut und Hiskia hat im selben Geist wie David gelebt. Wenn dich interessiert, wie David war, warum Gott das empfand, ihn als angenehm empfand, dann kannst du mein Heft lesen, gibt es umsonst auf www.onlinekirche.org. Das heißt, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was hat David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht? Das kannst du dann nachschauen. Und Hiskia hatte denselben Geist. Und im 2. Chronik und 29 bis 30 in diesen Kapiteln, ich sage es jetzt nicht genauer, da kannst du sehen, dass Hiskia das Haus Gottes wiederhergestellt hat. Hat es sauber gemacht, hat es aufgebaut, dann hat er Lobpreiser eingesetzt. Lobpreiser. Der Mensch neigt von Natur aus zum Jammern, zum Negativen. Und der König höchstpersönlich hat gesagt, nee, bei uns hier, wir machen Lobpreis. Denn David hat seinerzeit geweissagt, wer Dank opfert, verherrlicht mich, sagt Gott, und bahnt einen Weg, und ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. Psalm 50, na, letzter Vers. Okay, was hat er noch gemacht? Er hat Opfer gegeben, höchstpersönlich. Na, Hiskia, der König von Juda, spendete für die Versammlung tausende von Rindern seinerzeit für die Feste Israels und für die Einweihung des Tempels und Passa und was sie alles gemacht haben. Er hat also richtig gegeben, preis dem Herrn. Diese Dinge hat er gemacht. Und er hat es ernst gemeint. Er hat nicht so beim Aufräumen oder beim Kochen gebetet, sondern er hat sich richtig hingesetzt und er hat Gott gesagt, was er alles für ihn getan hat, was Hiskia für Gott getan hat. Jetzt frage ich dich, was hast denn du für Gott schon getan? Wir Menschen sind immer gut im Anspruch stellen, aber ziemlich schlecht im Sachen machen für Gott. Okay. Und er weinte sehr. Vers 4. Er weinte sehr und jetzt pass auf, was passiert. Und es geschah, Jesaja, der Prophet, war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Also der war noch ganz nah am Palast des Königs. So spricht der Herr, kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und habe deine Tränen gesehen. Das haben wir gerade gesehen. Er hat gebetet und er hat geweint. Und Gott hat beides gesehen. Er hat das Gebet gehört, er hat die Kreditwürdigkeitsliste, mit der Hiskia aufgetreten ist, zur Kenntnis genommen
Und er hat gesehen, dass Hiskia es wirklich, wirklich ernst meint. Voraussetzungen für Gebet, für erhöhtes Gebet, für schnell erhöhtes Gebet. Der Prophet, der war kaum zum Palast raus, noch nicht aus der inneren Stadt heraus, spricht Gott schon zu ihm. Und er sagt, ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen gesehen, und jetzt pass auf, siehe, ich will dich heilen. Und am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Ich heile dich jetzt, du wirst nicht gleich sofort was merken, aber nach drei Tagen wirst du wieder so fit sein, dass du aufstehen kannst und ins Haus des Herrn gehen kannst, um was zu machen? Mit den Lobpreisern dort Lobpreis zu machen. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. 15 Jahre, jetzt weißt du noch, wie lange du lebst. Es wäre gut für uns, es wäre schön, ich sag mal so, es wäre schön für uns zu wissen, wie lange wir noch leben. Wenn ich wüsste, nächste Woche um diese Uhrzeit werde ich zum Herrn gehen, dann würde ich mich entsprechend darauf vorbereiten. Würdest du auch machen, wenn du es wüsstest. Das ist das Blöde daran, dass wir nicht wissen, wann wir abberufen werden. Ja, es kann uns jeden Moment treffen. Du weißt nicht, wann du stirbst. Wie gesagt, ich habe neulich jemanden beerdigt, der 51 war. Ich habe es erlebt in meiner Jugend eher, dass Leute mal an Drogen, mal an was weiß ich was gestorben sind. Wir wissen nicht, wie lange wir haben. So wie der Herr sagen würde, an deinem 70. Geburtstag oder 80. oder 90. wirst du heimgeholt zu mir. Wüsst man, ah ja, alles klar, gut. In der Zwischenzeit könnten wir entsprechend planen. Aber das ist dem Hiskia geschenkt worden, aber uns ist es nicht gegeben worden. Okay, halten wir mal fest. Ich finde, es ist ein Privileg, was dem Hiskia hier passiert. Er sagt, 15 Jahre gebe ich dir. Und, Vers 6, zweiter Teil, aus der Hand des Königs von Assur will ich dich retten und diese Stadt. Also die Großmacht, die alle bedroht in ihrer Gegend, vor der werde ich dich retten. Warum? Weil er, nicht nur weil er gebetet hat, nicht nur weil er geweint hat, sondern weil er kreditwürdig war, ihr Lieben. Weil er Einfluss bei Gott hatte. Weil er ein Standing hatte. Schau, manche Leute, wenn sie zur Tür reinkommen, da denkst du dir, oh nein, oh nein. Andere kommen zur Tür rein und denkst du, oh ja, oh ja. Okay? Bei anderen, die merkst du gar nicht, gibt's auch, ja, gebe ich zu. Aber was ich sagen will, ist, manche haben Einfluss bei dir, die nimmst du ernst, die magst du, denen wendest du dich gern zu. Und andere, die haben dich irgendwann mal so genervt oder so belogen oder so beklaut, oder die waren so link drauf, dass du mit denen am liebsten Abstand halten möchtest. Für immer. Musst du nie mehr sehen. Triffst du trotzdem. Gut, aber dann ist es so eine Sache. Schau, Hiskia war jemand, den Gott ernst genommen hat. Nicht nur, dass Hiskia Gott ernst genommen hat, Gott hat Hiskia ernst genommen. Du willst in der Stunde deiner Not von Gott ernst genommen werden. Und da musst du jetzt drauf hinarbeiten. Du sagst, ja, das ist ja, du predigst ja Werke. Du, der Glaube ohne Werke ist tot. Zeig mir deine Werke und ich zeige dir meinen Glauben, sagt Jakobus. Okay. Und er sagt, ich will dich und dann diese Stadt retten und beschirmen um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Nicht, Hiskia, um deinetwillen, weil du so kreditwürdig bist, sondern um meinetwillen und wegen David. Wir haben es hier mit einem Generationensegen zu tun. Also natürlich ist es so, dass Gott den Hiskia erhört und ihm 15 Jahre gibt, weil er kreditwürdig ist bei Gott, weil es einfach wert ist, weil es verdient hat, im besten Sinn des Wortes. Aber die Stadt bewahren und das Land bewahren, das tut Gott nicht wegen Hiskia, sondern wegen sich selber, weil es sein Land ist, weil es sein Bundesland ist und wegen David. Was auch Hiskia entlastet, die Last liegt nicht auf ihm. Der Generationensegen ist wirksam, egal ob der König jetzt Hiskia heißt oder ob er jemand anders wäre. Der Generationensegen fließt und Israel wird gesegnet werden. Finde ich gut. Dann hängt nicht alles an dir. Dann hängt nicht. Du bist da nicht so belastet, du musst alles richtig machen und lebst ständig verklemmt. Du kannst dann eher entspannt sein. Du weißt, es ist alles gut. Es ist ein Grundbasissegen da. Ja, die Politik, die spricht immer wieder von Basisschutz jetzt mit Corona und so. Ich sage doch mal eins, mein Basisschutz ist Jesus. Amen. Okay? Okay. Okay. Und ich will dich aus der Hand des Königs von Assur und so weiter retten, um Davids Willen. Und dann sagt Jesaja, Vers 7, bringt mir einen Feigenkuchen.
Und sie legen diesen Feigenkuchen aufs Geschwür. Und es zieht dann offensichtlich die Krankheit raus. Und dann in Vers 8 sagt Hiskia: Was ist das Zeichen, dass ich genesen werde, dass ich geheilt werde? Jetzt stellt er auch noch Ansprüche. Du kannst doch froh sein, dass Gott zu dir sagt, du bist geheilt. Aber plötzlich sagt er auch noch, ich will Zeichen. Er fühlt in anderen Worten noch nicht so richtig was. Jesaja hat jetzt wunderbare Worte zu ihm gesagt und er hat ihm auch eine Behandlung verpasst. Feigenkuchen da auf das Geschwür. Vielleicht kühlt es jetzt ein wenig, wie auch immer. Aber irgendwie ist er immer noch ein bisschen niedergeschlagen. Das waren jetzt nur Worte. Und er ist so fertig mit der Welt und immer noch so geschockt von dem Todesurteil, dass er sich erst daran gewöhnen muss, dass Gott jetzt zu ihm gesagt hat, innerhalb von Minuten seine Meinung geändert hat und zu ihm gesagt hat, du lebst noch 15 Jahre. Also ja, man kann Gottes Meinung ändern, aber man braucht Einfluss bei Gott, man braucht Standing bei Gott, okay? Man braucht eine gewisse Kreditwürdigkeit. Gott macht das nicht für jeden, muss man so sagen. Gott hilft, aber nicht jedem sofort auf diese gewaltige, schnelle Art und Weise. Und dann nicht jeder kriegt auch ein Zeichen. Na, denn Hiskia sagt, was ist das Zeichen? Und der Prophet horcht und hört von Gott und er sagt, was willst du, dass der Zeiger an der Sonnenuhr runtergeht oder dass er raufgeht? Und der König sagt, ja, runter ist ja leicht, die Sonne geht von selber unter. Wie wäre es mit rauf? In anderen Worten, dass die Sonne wieder aufgeht. Also wieder zurückgeht, versteht ihr? Und er sagt, gut, und es passiert dann tatsächlich. Die Sonne bewegt sich über Israel und die Schatten gehen zurück an der Sonnenuhr und der König fasst wieder Mut und er ist wieder gut drauf. Also Gott gibt ihm erst ein Todesurteil, dann gibt er ihm ein Lebensurteil und dann gibt er ihm auch noch ein Zeichen, dass er das wirklich ernst meint. Wie wird man so? Wie wird man so? Indem er aufrichtig vom Herrn wandelt, ungeteilten Herzens ist und bestimmte Dinge tut. Hiskia, ich habe es gerade erzählt, Hiskia hat das Reich Gottes, hat das Haus des Herrn wiederhergestellt. Ja, baust du das Reich Gottes mit? Überleg mal. Schau, wenn Jesus sagt, meine Gemeinde, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden, dann heißt es, er schützt die Gemeinde in einer besonderen Weise und will die bauen. Dann musst du mitarbeiten an seinem Programm. Ansonsten bist du nicht wirklich bei der Sache. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe jetzt keine Gemeinde in meiner Gegend, gibt es keine? Ja, Mai, es gibt Online-Gemeinden, es gibt Online-Kirchen. Ich kenne da eine gute. Okay? Amen. Okay, also von du bist tot zu du kriegst noch 15 zusätzliche Jahre in Minuten. Hammer. Na, er hat Lobpreis gemacht und nicht sich beklagt, unser Hiskia, und er hat außerdem hat er Opfer gegeben. Okay, jetzt pass mal auf. Wir schauen uns noch ein paar an. Außerdem, warum hat Gott ein Sonnenzeichen gegeben? Es hat einen einfachen Grund. Der Gott der Assyrer war Assur, der Sonnengott. Und wenn jetzt Gott anfängt mit der Sonne zu dribbeln, wie ein Basketballspieler, und den Schatten wieder nach oben gehen lässt, anstatt nach unten, dann zeigt er, dass er die Sonne dominiert, dass er die Sonne beherrscht. Finde ich gut. Gott sagt, ich bin größer als Assur. Assur ist ein Geschöpf, ich bin derjenige, der schafft. Ja? Aber wenn Assur die Sonne ist. Okay, alles klar. Jetzt schau, Jesus hat verschiedene Dinge gesagt. Ich habe nur noch wenig Zeit, deswegen sage ich das jetzt kurz. In Johannes Kapitel 8, Vers 29 sagt Jesus, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil, sag mal, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue. Wenn du allezeit das Gott Wohlgefällige tust, nach deinem Wissen und deinem Verständnis, dann kannst du davon ausgehen, dass Gott auch mit dir ist und dich nicht allein lassen wird. Wenn du im Willen Gottes unterwegs bist und in seinem Auftrag, dann kannst du mit seiner Hilfe festrechnen. Johannes greift es auf im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 22. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil, sag mal, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. In anderen Worten, genau dasselbe tun wie Jesus. Gott sagt, Jesus ist mit mir, weil ich vor ihm das Wohlgefällige tue. In anderen Worten, ich habe Kreditwürdigkeit. Ich habe Standing und Einfluss vor Gott, weil ich die Dinge tue, die Gott gefallen. Tust du Dinge, die Gott gefallen?
Was sind die Dinge, die Gott gefallen? Gute Frage. Ich komme gleich drauf. Lass mich vielleicht mal ganz kurz was sagen über Leute, die nicht unbedingt Einfluss vor Gott haben und nicht so dieses Standing vor Gott haben, diese Kreditwürdigkeit. Schau, Bürokraten, ihr Lieben, nutzen ihr Monopol aus. Wenn der Bürokrat der Einzige ist, bei dem es den Stempel gibt und du brauchst den Stempel unbedingt, dann kann sein, dass der Bürokrat plötzlich draufkommt, ich könnte ja eigentlich ein bisschen Trinkgeld verlangen für das Verabreichen des Stempels. Das nennt man Korruption, wenn der Beamte was von dir fordert für eine Amtshandlung. Er wirtschaftet dann in die eigene Tasche. Nennt man Korruption. Ich habe mal nachgeschaut, Interesse halber. Die Ukraine ist auf dem Korruptionsindex Nummer 122 von 180 Ländern. In anderen Worten, die sind echt korrupt. Ja. Und ich habe mal nachgeschaut, wo Russland steht. Russland steht auf Nummer 136 von 180 Ländern. Ist also noch ein bisschen korrupter. Ich habe mir gedacht, Leute, so wird es nichts. So hast du keinen Einfluss bei Gott. Was du brauchst, ist Kreditwürdigkeit in der Zeit der Not. Ja, und da ist es dann gut, wenn du nicht korrupt bist, wenn du nicht in der eigene Tasche wirtschaftest, sondern nicht, in anderen Worten, das Land nicht berauben tust, sondern ein guter Diener deines Landes bist. Sag auch mal jemand Amen. Oh Mann. Ja. Also, da gibt's Grund, Buße zu tun. Afrika ist ja auch korrupt bis zum geht nicht mehr. Ich war mal in einem afrikanischen Land und wir sind dann zum Flughafen, mein Mitarbeiter und ich, und wollten einchecken. Und dann habe ich meinen Koffer abgegeben, habe das Ticket abgegeben, damit ihr das ausreißt, ihr wisst schon. Und dann hat der Mitarbeiter da gemeint, gut, und jetzt kriege ich noch $5, irgendeine Gebühr, $5 Gebühr. Und ich wusste natürlich ganz klar, der kriegt kein $5 Gebühr, der ist korrupt. Der sagt mir das einfach, damit ich das ihm gebe, und dann steckt er es in seine Tasche. Und mein Mitarbeiter, der hat auch nur groß geschaut, ja, der hat es nicht so ganz mitgekriegt. Und ich habe dann zu dem Typ gesagt, haben wir schon bezahlt, das ist im Ticket mit dabei. Da hat sich der gedacht, oh, ich komme zu spät, da hat schon einer abgegriffen. Ja? Auf die Art und Weise bin ich da um diese Gebühr rumgekommen, preis dem Herrn. Dann habe sie mir gespart, weil der hat dann nichts mehr gesagt. Na, die ist im Ticketpreis enthalten, habe ich gemeint seinerzeit. Da ist ihm nicht schnell genug was eingefallen und dann kommt man weiter. Gut. Korruption, furchtbar. Okay, jetzt schau, Gottes Wesen ändert sich nicht, aber wir können seine Meinung wirklich ändern. Ganz wichtiger Punkt vielleicht, wenn Gott dir etwas im Traum zeigt, ein großes Unglück, dann zeigt er dir das nicht, damit du jetzt dich hinstellst und sagst, es kommt ein großes Unglück. Sondern was er möchte ist, dass du dich zurückziehst ins Gebet und betest, dass dieses große Unglück nicht kommt. Er zeigt dir das, nicht damit du Reklame damit machst und jedem zeigst, dass du ein Prophet bist, der Katastrophenprophet sein kann, sondern er sagt dir diese Dinge, damit du betest, dass diese Dinge nicht passieren. Wenn du also von einer Katastrophe träumst, in deiner Familie oder sonst was, dann bete dafür. Ich weiß es. Ich weiß von Leuten, die so geträumt haben, aber nicht wussten, was sie damit anstellen sollen. Die Mutter von einer Bekannten von mir, das ist vor 40 Jahren gewesen, hat geweint plötzlich und war untröstlich. Und ich habe gemeint, was ist denn passiert? Ich habe einen Unfall gesehen an der Kreuzung, an der und der Stelle. Und da hat die geheult und geheult. Oh, das wird schlimm. Wisst ihr, was passiert ist? Genau an der Stelle, die gesagt hat, ist ein Unfall passiert mit Toten. Warum hat die das gewusst? Warum ist dir das gezeigt worden? Die war seinerzeit nicht schlau genug und ich auch nicht. Wir alle waren nicht schlau genug. Wir hätten beten sollen, dass es eben nicht passiert. Diese Dinge passieren wirklich, ihr Lieben. Nicht nur in biblischer Zeit, sondern auch heute. Amen. Okay, aber jetzt. Okay, Gottes Wesen ändert sich nicht, aber sein Wille kann beeinflusst werden, dass eben nicht Gericht stattfindet, sondern Vergebung stattfindet. Auf was anderes noch ein. So, Jesus und die Christen, die haben Einfluss vor Gott, und je mehr du Dinge tust, die Gott gefallen, desto mehr Einfluss hast du bei ihm. Er nimmt dich dann ganz einfach ernst, Herr. Und es ist jetzt die Zeit, okay, dich entsprechend zu verhalten. Und du sagst, okay, Pastor Max, ganz einfach, sag mir, was ich machen muss, was ich machen soll. Okay, ganz einfach. Ich gebe dir drei Beispiele. Alles klar? Drei Beispiele. In Lukas Kapitel 7, in den Versen 4 bis 6, das sind die wichtigen, da ist die Rede von einem Militär, von einem Centurio, von einem Hauptmann mit einem kranken Diener.
Und die Juden kommen zu Jesus und sagen, Rabbi, du bist doch der Heilungsrabbi aus Nazareth, da ist dieser Zenturio, es ist so. Und der hat einen Diener und der möchte gern, dass du zu ihm kommst und ihm die Hände auflegst und ihn heilst. Und dann sagen sie, können nachlesen, er ist würdig, dass du ihm das tust. Denn er hat uns die Synagoge, er liebt unser Volk, Nächstenliebe, und er hat uns die Synagoge erbaut. Also er übt Nächstenliebe und er baut und finanziert das Reich Gottes. Das ist schon mal gut. Halt mal im Hinterkopf fest, wenn du sowas machst, dann setzt sich Jesus für dich in Bewegung. Denn Jesus sagt nämlich, ich will kommen, er ging mit ihnen. Als sie dann schon nicht mehr weit vom Haus sind, lässt der Hauptmann einen Diener kommen und sagt, ach Rabbi, du musst nicht unter mein Haus kommen. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Da war jemand, der in Nächstenliebe gelebt hat und das Reich Gottes finanziert hat und mit Unwürdigkeitsgefühlen zu tun hatte. Empfunden hat, er hat nicht genug Glauben. Empfunden hat, er ist es eigentlich nicht würdig. Sprich einfach nur das Wort und dann ist gut. Du musst gar nicht zu mir kommen. Sprich einfach nur ein Wort, denn ich weiß, dass dein Wort Kraft hat. Mein Wort hat Kraft, weil ich ein Mann, ein Hauptmann bin und ich kann Befehle geben. Und du kannst auch Befehle geben. Und dann müssen die Krankheiten gehorchen. Ich glaube das, ich verstehe das, ich erkenne das an. Du bist jemand mit Autorität, ich bin jemand mit Autorität. Wir verstehen das. Wir verstehen uns. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht getroffen. Und dann war der Diener geheilt von jener Stunde an. Matthäus Kapitel 15. Da sehen wir, pass mal ganz kurz auf, Matthäus 15, genau, Vers 23. Da ist Jesus im Ausland, macht Urlaub und es kommt eine Kanaaniterin auf ihn zu. Die hat eine besessene Tochter. Und sie schreit ihm nach, Jesus, ja, heil meine Tochter. Und es heißt dort, und er antwortete ihr nicht ein Wort. Als sie ihm gesagt haben, was mit dem Centurio los ist, mit dem Hauptmann, ist er sofort mitgegangen. Diese Frau lässt er voll kalt auflaufen, überleg dir mal. Sie schreit ihn dem her, Jesus, ich will was von dir, setz dich ein für mich, mach was für mich, tu was für mich. Ich habe zwar noch nie was für dich gemacht und für dein Volk, so das ist in Klammern irgendwie dabei. Ja. Aber jetzt heil mich, jetzt heil meine Tochter. Und Jesus antwortet ihr nicht ein Wort. Und die Jünger sagen, jetzt mach halt was. Und Jesus sagt zu ihr, es ist nicht schön, ja, das Brot der Kinder, die Heilung, herzunehmen und den Hunden zu geben. Denn wir sind hier nicht in Israel, wir sind im heidnischen Land. Und vielleicht sieht diese Frau nicht den Propheten in ihm und den Mann Gottes, sondern einen Guru, einen esoterischen Heiler, einen Schamanen, irgendwas. Ja, keine Ahnung, mit welcher Erwartungshaltung diese Frau kam. Jesus musste jetzt ein bisschen schauen, wie diese Frau drauf ist. Aber als sie dann gesagt hat, ja Herr, ich verstehe schon, ich weiß, was Sache ist, ich bin keine Israelitin, aber, in anderen Worten, ich bin kein Kind des Bundes, aber auch die Hunde, schau, die essen doch vom Tisch, von dem, was vom Tisch fällt, vom Tisch der Kinder fällt. Komm, Kinder geben den Hunden was zu essen, Herr, du weißt es doch, du kennst dich doch aus. Und dann merkt Jesus, ah ja, die Frau, die hat Sympathien für den Gott Israels. Sie fühlt sich zugehörig zum Glauben des Volkes Israel, alles klar. Und dann heile ihre Tochter. Aber wir halten mal fest, er setzt sich nicht sofort in Bewegung. Okay, noch ein Beispiel. In der Apostelgeschichte Kapitel 10, da treffen wir wieder auf einen Hauptmann namens, ja genau, Cornelius. Cornelius ist es, wer sonst. Dem erscheint ein Engel und dieser Engel sagt zu ihm, was er richtig gemacht hat, warum er kommt. Er sagt, deine Gebete, Nächstenliebe will, und deine Almosen, Finanzierung des Reiches Gottes, ist aufgestiegen vor Gott, zum Gedächtnis vor Gott. Wie, exakt genau dasselbe wie beim ersten Centurio. Merkt ihr das? Und deswegen hat Gott Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Einen Engel vom Himmel kommen lassen und einen Apostel aus einer anderen Stadt zu ihm gerufen, dass ihm Gutes widerfährt, diesem Mann, dass ihm Gutes widerfährt. Finde ich super. Schau, warum hat Gott Cornelius benutzt? Er hat es doch gesagt. Deine Gebete und deine Almosen, die haben es gemacht. Die haben Gott so begeistert, dass er für dich in einer außergewöhnlichen Weise aktiv geworden ist. Wie für Hiskia. Wie für Jesus, wie für den Hauptmann aus Lukas Kapitel 7. Und jetzt noch, gehen wir
einfach ein paar Verse zurück. Wir waren jetzt in Kapitel 10 von der Apostelgeschichte, jetzt Kapitel 9 Apostelgeschichte. Und zwar ist eine, die Rede von einer Frau namens Tabitha am Ende des Kapitels. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 36 bis 43. Da ist eine junge Frau, offensichtlich ist sie noch jung, also zumindest müssen wir davon ausgehen. Und die war reich, pass mal auf, was die reich war. Vielleicht merkst du jetzt ein Muster. Die war reich an guten Werken, Nächstenliebe, und Almosen, die sie übte. Die ist überraschend gestorben, ganz ohne Jesaja, dass er kommt und zu ihr sagt, du stirbst jetzt. Die ist gestorben. Die kam nicht mehr zum Beten wie Hiskia, sondern die ist einfach gestorben. Wir haben hier es zu tun mit einer Frau, guten Frau, der Böses widerfahren ist. Furchtbar. Sie hat Gutes getan, sie hat Almosen gegeben und sie ist trotzdem gestorben. Aber irgendwas hat die Witwen und die alten Frauen, denen sie so oft geholfen hat, bewegt, zum Petrus zu gehen. Und zu ihm zu sagen, du, die Tabitha, schau mal. Dann zeigen diese Frauen ihr, dass sie würdig war, hier Hilfe zu kriegen, Gebet von Petrus zu kriegen. Sie zeigen ihr die Obergewänder, die sie gemacht hat und die anderen Dinge, die Tabitha, als sie unter diesen Frauen da war. Sie zeigen ihm die Früchte ihrer Nächstenliebe. Und dann flennen sie wieder und heulen und dann schmeißt Petrus alle diese Frauen raus. Und Tabitha liegt kalt und starr und steif auf dem Bett. Und Petrus betet. Er betet und dann steht er auf und spricht zu dem Leichnam. Tabitha, ich sag dir, steh auf. Und sie setzt sich auf und wird wieder lebendig. Glaubst du, dass ihr das passiert wäre, wenn sie nicht in Nächstenliebe gewandelt wäre und nicht Almosen gegeben hätte? Wahrscheinlich nicht. Wir haben nämlich kein Beispiel von jemandem, bei dem das nicht der Fall gewesen wäre. Also die Totenauferweckungen, die sind ziemlich selten. Die werden nicht einfach so auferweckt. Die haben immer eine Vorgeschichte. Ob das der Jüngling von Nain war, Sohn einer Witwe, einziger Sohn, der war ihre Altersversorgung, die hat ihn gebraucht. Das hatte immer einen Grund. Jesus war da gut zu dieser Frau, dass er ihre Altersversorgung sichergestellt hat. Er hat quasi ihr Almosen gegeben, indem er ihren Sohn auferweckt hat. Na gut, okay, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Die guten Werke, die wir jetzt wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder gesehen haben, von Hiskia an, ja, über den Hauptmann und den Cornelius und die Tabitha, ist immer Nächstenliebe und Almosen. Und wenn du dann mit diesen Dingen, mit Nächstenliebe und mit Almosen, erlangst du Einfluss vor Gott und hast dann Kreditwürdigkeit für die schlechten Tage, für die schweren Tage, die kommen. Also ich finde das ganz interessant. So, bau also jetzt vor für die bösen Tage. Jetzt hast du es noch in der Hand. Amen. Halleluja. Vater, wir wollen natürlich deinen maximalen Einfluss in unserem Leben. Vater, deswegen bitten wir dich, dass du uns zeigst, wo wir anderen ein Segen sein können. Beten tun wir jetzt schon hier heute Abend. Vater, zeig uns aber auch, wie wir ein Segen sein können. Und zeig uns, Vater, würdige Werke, die wir unterstützen. Muss ja nicht ewig viel sein. Aber ein bisschen was hier und ein bisschen was da und unser Zehnter, Vater, sind wir bereit zu geben. Ja, wir wollen nämlich Einfluss haben und in der Stunde der Not schnell von dir erhöht werden, auf eine wunderbare Art und Weise. Das wollen wir, Herr. Und vielleicht hörst du mich und du hast Jesus noch nie überhaupt in dein Leben eingeladen. Du bist doch überhaupt kein Christ. Du hast Jesus noch nicht bewusst eingeladen in dein Leben. Dann ermutige ich dich, jetzt noch mit mir zu beten, mit uns allen hier zu beten. Wir beten einfach miteinander. Amen. Lass uns miteinander beten. Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Und Herr Jesus, komm in mein Leben. Mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Reinige mein Herz. Und Vater Gott, ich danke dir für ewiges Leben. Ich empfange jetzt. Und jetzt schnaufst du tief ein. Und jetzt bist du ein Kind Gottes. Halleluja. Amen.